Liesl Wagnerbacher zeigt heute Frischlingsrücken mit Dörrzwetschgen. Thymian, Wacholder und Rosmarin mörsern und gemeinsam mit Salz und Knoblauch den Frischlingsrücken würzen. Mit Bauchspeck belegen. Und in Butterschmalz anbraten. Anschließend im Rohr bei 150 Grad 6 Minuten braten, dann weitere 6 Minuten bei 100 Grad. Anschließend das Fleisch 30 Minuten bei 70 Grad warm rasten lassen. Für den Bratensaft Abschnitte vom Fleisch gemeinsam mit Thymian, Wacholder, Rosmarin und etwas Knoblauch anbraten. Mit Rotwein, Portwein und Zwetschgensaft aufgießen und einkochen lassen. Mit Wildfond aufgießen und wieder einkochen lassen. Abgießen und eventuell mit etwas kalter Butter binden. Für die Roulade Mehl, Milch, Germ, Ei, Eidotter, Butter sowie Salz und Zucker zu einem Teig verarbeiten. Zweimal gehen lassen, dann ausrollen und in der Mitte die eingeweichten Dörrzwetschgen auflegen. Einrollen, in Klarsichtfolie wickeln und im auf 90 Grad temperierten Wasser 20 Minuten garziehen lassen. Scheiben herunterschneiden und diese in Butter knusprig anbraten. Die eingelegten Dörrzwetschgen gut abtropfen und in je eine Scheibe Prosciutto einrollen. Diese knusprig braten. Die Schalotten schälen und in etwas Butter zugedeckt im Rohr schmoren. Dann gemeinsam mit in Wildfond glasierten Maroni, sowie blanchierten Kohlsprossen in etwas Butter leicht anbraten. Den Wildschweinrücken aufschneiden. Und gemeinsam mit dem Gemüse, den Dörrzwetschgen und der Roulade anrichten. Zum Schluss mit dem Saft angießen. Viel Freude beim Ausprobieren!